Hallo meine lieben Zuseher, zu einem ganz kleinen Update. Es ist 2.33 Uhr, der 19.04.2018. Und ja, ich habe gerade mal im Bett Wolf of Wall Street geschaut, Hashtag Student Lifestyle, und habe auf den Chart geschaut, jetzt eben kurz, und habe mal eben jetzt gerade noch $100 gemacht mit einem kleinen Scalp. Und da ja immer die Nachfrage herrscht wegen Trades und so weiter, wegen Scalps und so weiter, wie ich das mache, ob ich die nicht live aufnehmen kann, habe ich mir jetzt öfter vorgenommen, dass ich das Ganze öfter dokumentiere, damit ihr auch seht, wie ich das sehe, wie ich in Trades gehe, und damit ihr auch da vielleicht ein wenig was davon lernen könnt und das auf eure Trades anwenden könnt. Und da sind wir jetzt hier am 5-Minuten Timeframe, und ich zeige euch auch gleich die Telegram-Gruppen, wo ich drin bin und so, damit nicht wieder irgendwelche Leute in den Kommentaren schreiben können, das stimmt gar nicht, und ich sage das immer nur danach, bekomme die Kommentare mega oft, finde ich mega unnötig, aber sind jetzt hier in meiner Telegram-Gruppe von meinen BitMEX-Leuten, habe ich heute kennengelernt. Und seht ihr das, hier habe ich geschrieben, think this will break down, RSI descending as well, MACD looking for crossover. Da haben wir das hier geformt, also damit ihr das mal seht, wie man in so Trades geht. Weil am MACD kann man auch ganz gut so descending triangles ziehen oder auch ascending triangles, mega, mega wichtig und mega, mega gut, um gut in Trades zu kommen. Seht ihr das? Und das war auch klar, dass der nach unten bricht. Ging dann so weiter, RSI descending as well. Und irgendwann kam dann natürlich der Breakdown, hab dann geschrieben, ich gehe short, und seht ihr das, boom, 0,0118 Bitcoins, sind knapp $100 in 2 Minuten oder so. Ich weiß, die Position war ziemlich groß, zum Scalpen nehme ich immer große Positionen, aber es war einfach so obvious, dass diese Position runterklatscht. Und sehen wir uns das Ganze jetzt nochmal hier an, wir haben jetzt hier dieses Descending Triangle, ganz klar, logisch, Lower Highs, und ihr seht die ganzen Triangles hier, die sind jedes Mal nach unten ausgebrochen. Also war es auch klar, dass dieses Triangle nach unten ausbricht. Dann schaue ich mir den RSI an. RSI sehe ich, boom, Descending Triangle. Was heißt das? Ich ziehe mir auch hier Linien und ich weiß, der RSI wird safe unten ausbrechen. Hier, nächster Indikator. MACD hat hier den Crossover gemacht. Momentum oder Histogramm auch mega bullish, mega bearish, sorry. Und wenn ich die anderen Timeframes anschaue, dann sehe ich hier, dass wir hier diesen Crossover gerade vorbereitet haben, Histogramm nach unten. Wenn ich mir dann noch höhere Timeframes anschaue, sehe ich am 4-Stunden-Chart einen Hanging Man normalerweise, habe ich vorhin gesehen. Egal, ich lösche das jetzt nicht alles raus, aber ich habe vorhin einen Hanging Man gesehen. Das heißt, ich gehe auf die höheren Timeframes und mache eine Candlestick-Analyse. Und dann ist eigentlich Go-Time. Also wie kann man zu diesem Zeitpunkt dann noch davon denken, dass der Bitcoin nicht nach unten ausbrechen will? Also das war einfach so viele Indikatoren für mich und so viele Anzeichen, dass wir nach unten ausbrechen. Bam, hier Short gegangen, hier dann geclosed. Das ist vielleicht ganz interessant, warum ich hier geclosed habe. Ich habe gesehen, dass wir hier vorhin schon massive Resistance Support hatten. Seht ihr das mit dieser Kerze, die runterkommt? Dann habe ich mir noch die Fib Levels gezogen und dann sehe ich, okay, wir haben hier massiven Support und 0,786 Fib Level. Sind einmal kurz runtergeklatscht und direkt wieder so heftig nach oben gebounced. Das heißt, ich habe direkt wieder hier geclosed und habe dann meinen Profit rausgezogen. Natürlich könnte ich jetzt da rumgammeln und hoffen, dass er niedriger geht, aber es war für mich nur ein kurzer Scalp und ich will jetzt auch peng gehen, weil 2 auf 40 ist, und deswegen habe ich dann auch hier geclosed. Also war jetzt nur mal so ein kurzes Update. Wenn euch das interessiert, mit so Trade Setups und so weiter, dann schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mega freuen. Wie gesagt, es geht nur darum, dass die Leute was lernen, dass sie auch was lernen. Es geht nicht darum, irgendwie anzugehen mit irgendwelchen Positionen, das wäre so total sinnlos, weil $100 ist ja praktisch gar nichts. Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, $100 ist gutes Geld. Ich meine, wenn euch wer $100 gibt, einfach so. Aber es ist jetzt keine Position zum Angehen, wo ich sage, boah, ich habe jetzt so viel Geld gemacht. Das geht überhaupt nicht. Es geht darum, dass ihr das auch seht, wie man so denkt in so Positionen, wie das so abläuft, warum ich in so Trades gehe. Das will ich euch eben gerne näher bringen. Das ist auch mein Ziel hinter so Kurzvideos. Wenn euch das gefällt, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn es euch nicht gefällt, dann schaut euch was anderes an und nervt mich nicht hier rum oder hatet nicht. Das war auch der Grund, warum ich das immer zeige, dass ich das vorhin gesagt habe, weil es ist wirklich jedes Mal so, wenn ich sage, okay, hier und hier bin ich short gegangen oder so, dann schreibt jetzt mal in die Kommentare, danach kann ich dir das sagen. Deswegen mache ich immer direkt die Proofs dazu. Also wie gesagt, ich sehe das vorher auch und kein Stress. Ich hoffe, ihr konntet davon was lernen, könnt davon was auf eure Analyse anwenden. Und ich glaube, ich ziehe mir jetzt den Film noch fertig rein, ist schon 2.40 Uhr oder so. Und dann werde ich das Video vielleicht morgen im Laufe des Tages oder morgen Vormittag für euch hochladen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Gruppe.